Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Maschinenhalle des Solinger Gründer- und Technologiezentrums. Diese denkwürdige Halle hier ist 1888 erbaut worden und war Firmensitz der Firma Herder, ein Traditionsunternehmen im Bereich der Metallwarenindustrie. In jüngerer Vergangenheit, vielleicht haben Sie es auch gesehen, diente diese Maschinenhalle auch als Kulisse für Filmproduktionen und Fotoproduktionen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin sehr glücklich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Zu unserer Diskussion Freiheit, Grenzen und Verantwortung. Gerade in der heutigen Zeit ein sehr, sehr aktuelles Thema. Und ich möchte ganz besonders begrüßen, neben unserem Redner, Herrn Christian Lindner, möchte ich auch Herrn Totenhausen begrüßen, Mitglied des Bundestages, und Michael Wenger als Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Meine Damen und Herren, ich würde jetzt gerne das Wort an Marco van der Meer übertragen. Marco van der Meer ist unser Regionalvorsitzender für den Kreis Düsseldorf und Niederrhein und er würde ein kurzes Grußwort an Sie richten. Marco, herzlich willkommen. Auch von meiner Seite freuen wir uns, die zweite Präsenzveranstaltung dieses Jahres nach Corona durchführen zu können. Die erste war mit dem OB-Kandidaten für Düsseldorf in der Rheinterrasse. Und wenn man in Corona-Zeiten eine Veranstaltung organisiert, dann muss man wissen, dass das deutlich aufwendiger ist, dann dass es normal ist. Und aufgrund davon nochmal ganz herzlichen Dank an Lothar und das ganze Team. Dabei muss man wissen, dass es extrem beeindruckend ist, dass Lothar ist jetzt, glaube ich, 4, 5 Jahre bis zum Unternehmer hier in Solingen. Und ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber wir sind auf der Grünewalder Straße. So, die haben die Straße schon nach ihm als Unternehmer benannt. Das Grünewalder Schloss ist schon nach ihm benannt. Es ist wirklich beeindruckend, welche Schritte er hier in so einer kurzen Zeit gemacht hat. Nicht so toll. Wir leben in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Zeit. Corona stellt viele Unternehmer für große Herausforderungen. Die Ehrlichkeit gebietet auch dazu zu sagen, dass 2019 auch kein gutes wirtschaftliches Jahr schon war und dass letztendlich 2020 da nochmal eine deutliche, extremere Form reingebracht hat und ein bisschen so als Feuerbeschleuniger oder als Brandbeschleuniger fungiert. Dazu kommt aber, wenn ich qua letzte Woche habe ich Markus Lanz mal in einer langen Zeit wieder mal gesehen und da war Professor Sinn mit Annalena Baerbock in der Diskussion und da war es schon faszinierend zu sehen, wie Professor Sinn verzweifelte an Frau Baerbock und wo dort letztendlich doch auch nicht nur auf europäischer Ebene, aber auch auf deutscher Ebene eine sehr dirigistische Politik langsam kommt. Und aufgrund davon kann ich es uns Unternehmer nur empfehlen, lass uns organisieren in unserem Verband, sodass wir eine starke Stimme und eine starke Lobby haben. Das Zweite, glaube ich, dass unser Ehrengast heute, Christian Lindner, sicherlich mit der FDP bei der letzten Bundestagwahl sehr viele Stimmen aus Unternehmer-Ecke bekommen hat, in der Hoffnung, einen starken unternehmerfreundliche Stimme ins Parlament zu bekommen. Ich hoffe, dass wir die Stimme in der nächsten Auseinandersetzung zu den Wahlen sehr eindeutig wieder hören. Ich hoffe, dass die FDP ein wenig aus der Defensive kommt und wieder in die Offensive hineinkommt und aufgrund davon diese vernunftorientierte, technologieoffene Wirtschaftsstimme auch tatsächlich wieder hörbar macht und aufgrund davon uns Unternehmer in Deutschland hilft, tatsächlich Unternehmertum auch frei und freiheitlich durchführen zu können. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, ich freue mich auch sehr, dass Sie da sind und freue mich auf Ihren Vortrag. Lauter, Dankeschön. Vielen Dank, Marco.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Zeiten von Corona wird die Freiheit des Einzelnen zum Schutz der Allgemeinheit eingeschränkt. Das Spannungsfeld zwischen individueller Freiheit und Verantwortung hat schon viele kluge Köpfe der kürzeren und ferneren Vergangenheit bewegt. Benjamin Franklin hat dazu einmal gesagt, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Hatte er recht? Oder trifft vielmehr die Aussage des weltberühmten Geigers Yehudi Menuhin zu, der einst konstatierte, Freiheit ist nicht Freiheit zu tun, was man will, sie ist die Verantwortung, das zu tun, was man muss. Meine Damen und Herren, über Freiheit und Verantwortung lässt sich vorzüglich streiten. Jeder Mensch hat seine eigene individuelle Sichtweise auf das Thema Freiheit und gleichzeitig ist es stark geprägt durch den jeweiligen historischen, gesellschaftlichen und politischen Kontext. Darüber möchten wir heute unter der Überschrift Freiheit, Grenzen und Verantwortung mit Ihnen diskutieren. Wie wichtig und hochaktuell diese Debatte ist, zeigt sich nicht zuletzt die große Demonstration vor einigen Wochen in Berlin, bei der mehr als 20.000 Menschen zusammenkamen, um ohne Sicherheitsabstand und Mund-Nasen-Schutz gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Ich freue mich auf eine angeregte, gerne auch kontroverse Diskussion und ganz besonders freue ich mich, FDP-Chef Christian Lindner als Speaker bei uns begrüßen zu dürfen. Wenn jemand die vielfältigen Aspekte von Freiheit erläutern kann, dann sicher der Vorsitzende einer Partei, die den Liberalismus fest in ihrer DNA verankert hat. Eins steht jedenfalls fest. Die FDP setzt sich immer dafür ein, dass Menschen frei und selbstbestimmt leben können, ohne unnötige Eingriffe des Staates. Ein Engagement, das wir als Unternehmer zu schätzen wissen. Christian Lindner hat übrigens hier im Bergischen Land ein Heimspiel. Christian Lindner wurde am 7. Januar 1979 in Wuppertal geboren, wuchs nördlich von Köln in Wermelskirchen auf. Von 1999 bis 2006 studierte er Politikwissenschaften als Hauptfach sowie Staatsrecht und Philosophie und erwarb den akademischen Grad Magister Artium. Bereits im zarten Alter von 16 Jahren trat Herr Lindner der FDP bei. Seit 1998 ist er Mitglied des nordrhein-westfälischen Landesvorstandes der FDP. Noch während des Studiums wurde er in den Landtag von Nordrhein-Westfalen gewählt und beschäftigte sich dort ganze 9 Jahre lang mit Kinder-, Jugend- und Familienpolitik. Von Oktober 2009 bis 2012 war Lindner Mitglied des Deutschen Bundestages und zeitgleich Generalsekretär der Bundes-FDP. Lindner zog als Spitzenkandidat seiner Partei, im Übrigen im Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis, nach 4 Jahren außerparlamentarischer Opposition bei der Bundestagswahl 2017 erneut in den Deutschen Bundestag ein und ist heute Vorsitzender der FDP-Fraktion. Freiheitsliebend wie er ist, besitzt Herr Lindner eine deutsche Rennlizenz, den Sportbootführerschein See und hat 2018 in Mecklenburg-Vorpommern die Jägerprüfung abgelegt. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit uns Christian Lindner. Vielen Dank, Herr Grünewald, für die freundliche Begrüßung. Ich habe die Corona-Pause auch genutzt, um den Angelschein zu machen, damit Sie die biografische Vorstellung noch weiter komplettieren können. Ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen in Solingen sein darf. Ich bin ein Kind des Bergischen Landes, Sie haben es gesagt. Hier in Solingen haben meine Großeltern gewohnt und haben hier auch geheiratet, ist allerdings schon 70 Jahre her, also es gibt biografische Bezüge auch in Ihre Stadt, vor allen Dingen teile ich aber die bergische Mentalität, diese besondere Haltung zum Leben, irgendwas zwischen Sauerland und Rheinland, also diese sympathische Mischung aus rheinischer Beständigkeit und sauerländischer Fröhlichkeit, die uns hier in dieser Region auszeichnet. Vielen Dank, also, dass ich hier sein darf. Ich spreche gerne bei den Familienunternehmern. Unter Ihnen ist ein Familienunternehmer,
Raoul Brattig, IT-Unternehmer, junger Vater, der nebenbei, weil er noch nicht ausgelastet mit kleinem Sohn und Geschäft ist, auch noch erster Bürger dieser Stadt werden will. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, auch ihn hier zu sehen. Aber ansonsten will ich mich natürlich in den Wahlkampf nicht einschalten. Nur die Begrüßung des Parteifreundes sehen Sie mir bitte nach. Danke, dass diese Veranstaltung stattfinden kann. Ich habe mich vertraut gemacht mit GoToMeeting, mit Zoom, mit Microsoft Teams, mit FaceTime und Skype und andere mehr, wie vermutlich sehr viele von Ihnen. Tolle Möglichkeiten gibt es, sich auch auszutauschen über Videokonferenzen, aber ein Ersatz für die wirkliche Begegnung von Mensch zu Mensch ist all das nicht. Jetzt sind wir in einer Pandemie und deshalb ist Vorsicht geboten, aber eine Pandemie kann und darf nicht dazu führen, dass auf Dauer das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben an ein Ende kommt, dass das demokratische Leben nicht mehr fortgesetzt werden kann. Insofern ist Vorsicht erforderlich, aber mit intelligenten Maßnahmen, wie Sie die hier heute ja auch realisiert haben, Abstand, Dokumentation, Desinfektion, jeder sein eigenes Mikrofon, mit intelligenten Maßnahmen ist öffentliches Leben auch in einer Pandemie möglich und wir sollten jeden Tag erneut unter Beweis stellen, wir sind intelligenter als jedes Virus, meine Damen und Herren. Wir können unser Leben auch mit Corona fortsetzen. Diese Pandemie hat uns einiges gelehrt, auch über die Nutzung von Videokonferenzen hinaus. Mir zumindest ging es so, dass ich auch über unser Land und unsere Mitmenschen Neues gelernt habe. Gutes wie Bemerkenswertes. Das Gute war die beeindruckende Bereitschaft und Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Handeln. Ja, die staatliche Verantwortungsgemeinschaft hat gut reagiert, aber vor allen Dingen war es die Einsichtsfähigkeit und das Verantwortungsgefühl von Millionen Menschen im Alltag, die unsere Gesellschaft bisher gut durch diese Krise haben kommen lassen. Mich hat beeindruckt auch, wie viele Gesten gelebter Mitmenschlichkeit im Alltag es gegeben hat. Uns wird gelegentlich von links ja eingeredet, wir seien eine total atomisierte Gesellschaft. Die habe ich nicht gesehen, sondern im Gegenteil, in dem Mehrfamilienhaus, in dem ich in Berlin an meinem Dienstsitz wohne, gab es während der Pandemie Aushänge, wo jüngere Nachbarn angeboten haben, wer gesundheitlich gefährdet ist oder älter ist, bitte meldet euch, wir bringen euch etwas mit vom Einkaufen. Das war gelebte Solidarität im Alltag. Auch wie viel Flexibilität war möglich. Plötzlich mussten Tausende Menschen, Belegschaften, ins Homeoffice wechseln, wo es zuvor nahezu unmöglich war, alleine aufgrund der Arbeitsstättenverordnung, weil auch im Homeoffice normalerweise der Neigungswinkel der Schreibtischlampe kontrolliert werden muss. Plötzlich war das alles möglich. Plötzlich war nicht mehr das Problem die Arbeitsstättenverordnung oder das Arbeitszeitgesetz. Plötzlich war das Problem, dass die Menschen von Homeoffice geträumt haben, aber aufgewacht sind sie mit Homeoffice plus Homeschooling und das war für viele keine besonders bereichernde Erfahrung. Aber es gab auch negative Seiten dieser hinter uns liegenden Phase. Eine Minderheit in unserem Land, die vorsätzlich und mutwillig Hygiene- und Abstandsregeln gebrochen hat und damit sich selbst und uns alle gefährdet hat. Es gab eine gewisse Konjunktur für Verschwörungstheoretiker und Aluhutträger, die uns einreden wollten, dass hinter dem allen Bill Gates steckt oder wer auch immer. Ja, und ich will nicht schweigen, auch von einem gewissen Denunziantentum, das es gab und gibt. Jene Hilfs-Sheriffs an der Obsttheke, die eine Freude daran empfinden, ihre Mitmenschen zurechtzuweisen, wie er nun wirklich die Maske richtig zu tragen ist. Das hat es auch gegeben. Aber für mich überwiegt das, was wir positiv gelernt haben. Und mein Vorschlag ist, lassen Sie uns gemeinsam das überwinden, was sich so an negativer
Erkenntnis gezeigt hat. Und lassen Sie uns das verstärken, lassen Sie uns das mitnehmen, was während der Krise gut funktioniert hat, nämlich Flexibilität, gelebte Solidarität jenseits des Staates und vor allen Dingen die Fähigkeit zur Eigenverantwortung der Menschen. Ich bin überzeugt, wenn wir darauf aufbauen, dann kommt unser Land gestärkt aus dieser Krise hervor. Nun gibt es auch Aufgaben beim Staat. Es haben sich Defizite gezeigt, die wir vorher kannten, aber sie sind in neuer Dringlichkeit vor unser Auge getreten. Ich habe gerade schon eine Bemerkung zum Thema Schulen gemacht. An vielen Stellen hat es funktioniert, an zu vielen Stellen aber gar nicht. Schon vor der Pandemie war die große Sorge, die wir haben mussten, nicht die Verteilung der Einkommen in Deutschland. Auch das ist so populär in den Medien. Sie sprachen von Markus Lanz, kommt das immer wieder vor. Aber ich darf Ihnen sagen, die Einkommensverteilung, die Einkommensungleichheit in Deutschland, das ist kein Skandal unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten. Die Einkommensunterschiede in Deutschland sind nach dem Steuersystem, nämlich in der Größenordnung wie Schweden. Unser Gerechtigkeitsproblem liegt in der Bildung, weil nämlich nirgendwo sonst unter den entwickelten Wirtschaftsnationen die Herkunft aus dem Elternhaus, der Zufall, unter welcher Postleitzahl du geboren wirst, entscheidet, was du im Leben erreichen kannst, welchen Bildungsabschluss du bekommst. Während der Zeit der Pandemie hat sich diese Spaltung eher verschärft, eher vertieft. Denn in den Familien, wo unter Aufbietung aller Kräfte der Unterricht ersetzt werden konnte durch persönliche Zuwendungen, familiäres Anregungsklima, vielleicht gab es auch digitale Lernmethoden, vielleicht sogar von privatgewerblichen Anbietern, die genutzt worden sind, da konnte das einigermaßen vielleicht überbrückt werden. Aber dort, wo vielleicht noch nicht einmal Deutsch als Muttersprache praktiziert wird, da sind nicht nur ein paar Monate verloren gegangen, sondern da sind Kinder und Jugendliche gleich ganz zurückgeworfen worden. Wir sollten dieses Defizit, das sichtbar geworden ist im Bildungssystem, jetzt wirklich mit aller Ernsthaftigkeit angehen und unsere Bildungseinrichtungen auf Höhe der Zeit bringen, damit nicht nur für den Fall der neuerlich notwendigen Absage von Unterricht, sondern ganz generell unser Bildungssystem leistungsfähiger wird. Wir haben eine Schulpflicht für Kinder und Jugendliche. Wir sollten auch eine digitale Unterrichtspflicht für den Staat entgegensetzen. Wir sollten uns zum Ziel setzen, dass zukünftig kein Kind, kein junger Mensch die Schule ohne einen Abschluss verlässt. Und zwar nicht, indem wir die qualitativen Anforderungen an die Abschlüsse reduzieren, sondern indem wir die Qualität der individuellen Förderung an jeder Stelle verbessern, meine Damen und Herren. Und dazu haben wir Möglichkeiten. Jetzt gibt es ja eine große Bereitschaft, zu Recht auch zu investieren. Nach meinem Geschmack nur leider nicht immer an der richtigen Stelle. Nehmen Sie die befristete Senkung der Mehrwertsteuer, die Sie uns alle 20 Milliarden Euro kosten wird. Deren Effekt lesen Sie gerade aktuell in diesen Minuten auf Spiegel Online. Überschaubar, falls überhaupt nachweisbar ist. Ein Effekt hat sie. Enorm bürokratischer Aufwand bei der Umstellung von Kassensystemen, zweimal. Enorm bürokratischer Aufwand bei der Umstellung der IT. Übrigens auch bei denjenigen, die nur B2B-Kundschaft haben. Mir erzählte ein Unternehmen, sie haben keinen Kontakt zu Endkunden, Umsatzsteuer ist durchlaufender Posten, trotzdem müssen sie den Satz ändern, auch sehr kompliziert, wann wurde die Leistung erbracht, in welcher Phase und so weiter, kostet die 500.000 Euro IT-Umstellung einmal rein, einmal raus, ohne irgendeinen positiven Effekt. Was hätte man mit den 20 Milliarden machen können? Mit den 20 Milliarden hätte man nicht nur in Solingen jede Schule, sondern alle 35.000 Schulen in Deutschland an das Breitband-Internetnetz anschließen können. Mit dem Geld hätte man zusätzlich noch alle 35.000 Schulen in Deutschland mit Notebooks, persönlichen Notebooks für jeden Lehrer, Tablets für die Kinder aus bedürftigen Familien und WLAN ausstatten können. Und es wäre immer noch Geld übrig geblieben, um in allen 35.000 Schulen in Deutschland die Toiletten zu sanieren
Und es wäre immer noch Geld übrig geblieben, nur wenn man auf die Mehrwertsteuersenkung verzichtet hätte. Es wäre sogar noch Geld übrig geblieben für einen ersten Schritt, um die Lohnsteuer für die Menschen mit einem geringen Einkommen zu dämpfen. Ich bin mir sicher, wenn man die Bevölkerung vor die Wahl gestellt hätte, wollt ihr die Schulen auf den Stand der Zeit bringen und sogar noch für die Leute, die an der Supermarktkasse sitzen, die Lohnsteuer zu senken, oder wollt ihr 3% weniger Mehrwertsteuer für ein paar Monate? Ich bin mir sicher, eine weit überwiegende Zahl der Deutschen hätte gesagt, investiert in die Bildung, aber veranstaltet nicht so ein Strohfeuer, das keinen echten ökonomischen Nutzen hat. Und da zeigt sich, manchmal ist die Mehrheit der Bevölkerung klüger als diejenigen, die politische Verantwortung in Berlin tragen, meine Damen und Herren. Kann man aber noch so machen? Im nächsten Jahr wird es unverändert eine Notwendigkeit auch für öffentliche Investitionen geben. Hier wäre ein Bereich. Ich könnte noch weitere Defizite staatlichen Handelns, die uns jetzt vors Auge getreten sind, mit Ihnen durchdeklinieren, aber wir wollen ja miteinander auch noch ins Gespräch kommen. Deshalb sage ich jetzt mal nichts über den Stand der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Wäre insbesondere ein Ziel für die kommunale Ebene. Manches ist aber auch gesetzlich nicht möglich. Wurde plötzlich möglich gemacht, könnte auch weiter möglich sein. Ich nenne mal ein Beispiel. Es ist ja so, wenn Sie ein Kind bekommen, da macht man Erfahrungen. Eine Erfahrung ist der erste Brief, den ein Neugeborener erhält, ist, Herr Brattig, erinnern Sie sich noch? Finanzamt. Beziehungsweise die Finanzbehörde schickt die Steuernummer. Die erste Post, die ein Neugeborener erhält vom Staat, ist die Steuernummer. Bitte aufbewahren, steht dann immer da drauf. Aber darauf will ich gar nicht jetzt hinaus, sondern mir erzählte ein Freund, der seinen dritten Sohn bekommen hat, ohne Pandemie musste er immer aufs Standesamt persönliche Anmeldung des Kindes, wissen die Eltern hier. Während der Pandemie war das möglich per Videoident-Verfahren. Da ging das in die Kamera halt. Okay, ist alles in Ordnung, ja, Sie haben ja schon zwei Kinder, also scheint ja bei Ihnen zu funktionieren, machen Sie es mal gut, Urkunde kommt. Also nur ein Beispiel, warum geht das während der Pandemie, warum geht das nicht immer? Also wenn das während der Pandemie geht und das für alle Beteiligten leichter ist, ja, warum machen wir das nicht auf Dauer so und auch an vielen anderen Stellen, wo wir gelernt haben, Dinge können einfacher erfolgen, als wir das normalerweise uns über Jahrzehnte eingeredet haben, dass es nur ginge. Ein weiteres Defizit des Staates. Wir haben doch in den letzten Jahren über viele luxuriöse Dinge diskutiert, wie bedingungsloses Grundeinkommen. Es gab einen regelrechten Ideenwettbewerb, was kann der Staat an Aufgaben noch übernehmen? Ich will Sie jetzt gar nicht langweilen mit der Vielzahl der Vorschläge, die es da gab. Für mich wurde während der Pandemie aber deutlich, dass viele Basics öffentlichen Handelns eigentlich gar nicht so funktionieren, wie sie sollten. Während der Pandemie zum Beispiel ist die gesamte Rechtspflege zum Erliegen gekommen. Wir haben eine nationale Erbsenreserve für Notzeiten. So viel war mir bekannt. Da habe ich manchmal drüber gelächelt. Aber es ist ja gut, wenn wir Bevölkerungsschutz machen. Aber während der Pandemie haben wir gelernt, wir mögen eine nationale Erbsenreserve haben. Das gibt es bei Umständen fest. Wir mögen eine nationale Erbsenreserve haben. Was wir aber nicht hatten, das habe ich mir nicht vorstellen können, ist eine nationale Massenreserve. Ich hatte gedacht, eine nationale Maskenreserve hätte ich gedacht, dass wir die haben. Hätten wir sie gehabt, dann wäre sehr viel früher möglich gewesen, dass zum Beispiel die Menschen in heil- und pflegerischen Berufen geschützt werden. Übrigens auch diejenigen in Lehrberufen hätten geschützt werden können, aber wir hatten nichts, wir waren blank, wir hatten da keine Reserve. Über alles Mögliche diskutieren wir also in unserem Land, aber für die wirklichen Krisenfälle sind wir offensichtlich nicht hinreichend gerüstet gewesen. Deshalb ist mein Vorschlag, wir können gerne auch wieder über das bedingungslose Grundeinkommen miteinander sprechen. Da habe ich eine klare Haltung dazu, Sie ahnen vermutlich welche. Bevor wir solche Diskussionen in diesem Land aber führen, sollten wir erst einmal wieder dafür sorgen, dass unser Staat in seinen Kernfunktionen funktioniert und uns in Krisensituationen nicht allein lassen muss, wie das der Fall gewesen war.
Da muss die Schwerpunktsetzung liegen. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Thema. Das führt mich in den Kern des Themas und auch zu sicherlich dem, was Sie im Alltag betrifft. Corona ist eine Gesundheitskrise. Sie ist ernst zu nehmen. Aber diese Gesundheitskrise, sie ist inzwischen beherrschbar. Sonst könnte diese Veranstaltung hier nicht stattfinden. Die Zahlen steigen, aber im gleichen Umfang sind ja auch die Testkapazitäten erhöht worden. Gott sei Dank, die Sterblichkeit sinkt, weil inzwischen Erfahrungswissen über die Behandlung besteht und viele Fälle, die leider noch einen tödlichen Verlauf vor einigen Wochen und Monaten genommen haben, führen jetzt nicht mehr zum schlimmsten Resultat. Also insofern, wir können von Beherrschbarkeit sprechen. Unterdessen ist meine Sorge, dass aus der Gesundheitskrise eine Wirtschaftskrise werden kann und dass am Ende die Wirtschaftskrise gefährlicher wird, als die Gesundheitskrise gewesen ist. Übrigens kann eine Wirtschaftskrise auch schnell eine eigene gesundheitliche Gefährdung darstellen. Meine Damen und Herren, wer Angst vor dem Verlust der eigenen Existenz hat, wer Angst vor der Pleite des Unternehmens hat, das das eigene Lebenswerk war, wer Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes hat, auch der nimmt Schaden an der Seele, auch der nimmt Schaden an der Gesundheit. Insofern ist die Diskussion über... die ich bisweilen wahrgenommen habe, wo ich auch selber mir Fragen habe anhören müssen, ja, ist denn für Sie die Wirtschaft wichtiger als die Gesundheit? Das ist eine Scheinalternative, wie ich gerade dargestellt habe. Wir brauchen wirtschaftliche Perspektiven individuell, um uns gut zu fühlen. Aber eine Gesellschaft braucht auch ein intaktes wirtschaftliches Fundament, um darauf aufbauend soziale Ziele realisieren zu können oder auch ökologische Verantwortung wahrnehmen zu können. Insofern ist es legitim zu fragen, was macht diese Pandemie mit unserer Wirtschaft und was können wir tun, damit der Schaden möglichst begrenzt ist. Genau diese Diskussion brauchen wir jetzt. Und genau anhand dieser Diskussion sieht man auch gegenwärtig erhebliche politische Bewertungsunterschiede. Ich zähle mal ein paar auf, weil es Weichenstellungen über unsere gegenwärtige Situation hinaus sind. Ich habe eine regelrechte Lust bei manchen politischen Vertretern erlebt, nun endlich mit allen Mitteln des Staates in die Wirtschaft intervenieren zu können. Es fängt an bei Staatshilfen für Unternehmen und der Verstaatlichung von Unternehmen wie CureVac, jenem Unternehmen aus Tübingen, die an einem Impfstoff arbeiten. Obwohl es auch x andere Unternehmen in Deutschland gibt, die das tun, wollte Herr Altmaier dieses Unternehmen einmal verstaatlichen. Ich habe nichts gegen das Unternehmen, das habe ich schon vor Jahren besucht. Der Gründer und Inhaber ist ein FDP-Parteifreund, Mitglied unseres Wirtschaftsforums. Also mehr Sympathie für ein Unternehmen könnte ich gar nicht empfinden. Aber das wird verstaatlicht, warum nicht gleich andere noch? Eine Lust darauf zu lenken und zu steuern, einzugreifen in wirtschaftliche Prozesse, auch bei der Lufthansa. Konnte das Schlimmste abgewandt werden, wenigstens sitzen jetzt nicht Ministerialbeamte im Aufsichtsrat und sprechen direkt bei der Unternehmensstrategie mit. Aber da verändert sich etwas. Plötzlich gibt es eine Diskussion um ein Lieferkettengesetz. Ich wünsche allen wirtschaftlich Verantwortlichen viel Freude, wenn man jedes Vorprodukt und bei jedem Lieferanten nachweisen muss, Herkunft und so weiter und so fort. Es wird in Deutschland so eine Art Ablasshandel entstehen, weil jeder wird von jedem Lieferanten eine schriftliche Versicherung erhalten wollen, dass und aus welcher Quelle und ob das alles menschenrechtlich und so weiter unbedenklich ist. Also ein enormer Staatseingriff in die Wirtschaft und eine Lust von Politikerinnen und Politikern, wirtschaftliche Prozesse zu prägen. Wissen Sie, was meine Empfehlung ist? Wer als Politiker Unternehmer sein will, soll ein Gewerbe anmelden. Aber unternehmerische Verantwortung und Entscheidungen sollten von denen getroffen werden, die am Ende auch dafür haften und die vor allen Dingen etwas davon verstehen, was sie in der Wirtschaft betreiben. Das hat unser Land erfolgreich gemacht. Und wir sollten diese Arbeitsteilung
Politikerinnen und Politiker kümmern sich um Rahmensetzung und den Rahmen füllen. Das machen Sie, an die sollten wir uns weiter halten. Es gäbe übrigens, was die Rahmensetzung angeht, genug zu tun für die Politik. Also für die Rahmensetzung, wenn man da Ideen braucht. Wie wäre es mal damit, dass wir, was könnten Politiker mal machen bei der Rahmensetzung? Wie wäre es, wir hätten Politiker, die kümmerten sich darum, dass Google, Amazon und Facebook auch an die Prinzipien des fairen Wettbewerbs gebunden sind, statt selbstherrlich die Regeln des Spiels zu bestimmen? Oder wie wäre es, wenn man unter Arbeitsmangel bei der Gesetzgebung leidet, wie wäre es, wir bekämen in Deutschland eine funktionierende Finanzaufsicht, unter deren Augen es zukünftig nicht möglich ist, dass ein DAX-Konzern Milliarden einfach so verliert und aus der Börsennotierung in die Insolvenz geht. Es gibt also genug zu tun, die Marktordnung zu pflegen. Man muss nicht in sie eingreifen, meine Damen und Herren. Es sind genug Aufgaben da. Zweiter Gedanke. Wir haben in den vergangenen Jahren in Deutschland eine grundsolide Haushaltspolitik gemacht. Wir haben unsere öffentliche Verschuldung reduziert. Das war vielen ein Dorn im Auge. In den vergangenen Jahren, während der Haushaltsberatung, und wenn ich so das letzte Jahrzehnt rekapituliere, die letzten 8 Jahre, der große Sparhaushalt, der erste, der so eine Trendwende eingeleitet hat nach der Finanzkrise 2008-09, das war der Bundeshaushalt 2011, war ich damals in der Koalitionsrunde, das war so die Wende in der Finanzpolitik. Ziel schwarze Null, 2011. Und das hatte dann große Erfolge. Wir sind Richtung 60% Verschuldung des Staates gemessen an der jährlichen Wirtschaftsleistung gekommen. Das hat uns jetzt erlaubt und erlaubt uns noch, Verschuldungsspielräume zu nutzen, um zu investieren, Sicherheitsnetze zu spannen. Aber notwendig ist, dass wir schnellstmöglich wieder in die alte Solidität zurückkommen. Das kennen Sie aus der Wirtschaft doch auch. Du hast ein Unternehmen, ist solide, es kommt in eine Krise. Und wenn man Reserven und Eigenkapital hat, überwindet man die Krise. Aber wenn man nach der Krise nicht beginnt, wieder auf den Pfad der Solidität zurückzukehren, dann ist es die nächste Krise in 8 Jahren, die einem dann vollständig aus der Kurve trägt. Wenn also jetzt das Schuldenmachen von Herrn Scholz und anderen zur neuen Staatsphilosophie verklärt wird und als zivilisatorischer Quantensprung gepriesen wird, dass zukünftig auch die Europäische Union noch Schulden machen darf, dann ist das genau ein falscher Weg. Solidität erreichen wir nämlich nicht durch schrankenlose neue öffentliche Schulden, sondern nur, wenn der Staat lernt, nach einer Krise auch wieder mit dem auszukommen, was er an jährlichen Einnahmen erzielt. Das ist der einzige Weg, um dauerhaft stabil zu sein. Ich erlaube mir da die Fußnote, dass wir es meinem niederländischen Parteifreund Mark Rutte, dem Ministerpräsidenten und VVD-Vorsitzenden, verdanken, dass die Entscheidungen auf der europäischen Ebene besser sind als ursprünglich von Frau Merkel und Herrn Macron geplant. Herr Rutte und die, man sagt sparsam, 4, eigentlich sind es 5, weil Schweden noch dazugehört, ich nenne die mal die vernünftigen 4, die haben dafür gesorgt, nur um ein Beispiel zu sagen, dass die Verschuldungsmöglichkeit der Europäischen Union wenigstens einmalig und befristet und automatisch auslaufend gestaltet wird. So war zumindest der Gipfelbeschluss. Die haben noch anderes erreicht, aber ich konzentriere mich nun mal auf den einen. Und jetzt haben Sie in der Zeitung gelesen, Herr Scholz hat gesagt, diese Veränderung, die da beabsichtigt ist, das sei eine grundlegende Veränderung der Finanzarchitektur der Europäischen Union, und weiter der Finanzminister, die könne man nicht mehr zurückdrehen. Das hört sich bemerkenswert anders an als das, was bei den Gipfelbeschlüssen des Europäischen Rats tatsächlich rauskam, einmal befristet zu tilgen, automatisch auslaufend. Wenn das, was Herr Scholz in den Medien gesagt hat, stimmt, bedeutet das, im Deutschen Bundestag ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig, weil grundlegende Veränderungen an der Finanzarchitektur der Europäischen Union kann die Regierung nicht mit eigener Mehrheit machen, das ist Zweidrittelmehrheit. Und wenn weiter stimmt, was Herr Scholz sagt, dass die einmalige Möglichkeit in Wahrheit eine auf Dauer angelegte Verschuldungsoption für Europa sein soll, dann sage ich hier an dieser Stelle voraus, dann wird Herr Scholz die Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag verfehlen, weil zumindest wir werden einer solchen Option nicht zustimmen. Wenn Mark Rutte sagt, das, was im Gipfel beschlossen worden ist, kann man mittragen, dann sind wir offen dafür, uns das aus Staatsräson anzusehen. Wenn aber aus der einmaligen Krisenreaktion
auf Dauer eine Schuldenunion in Europa werden soll, die dann dazu einlädt, wieder auf Kosten der Bonität beispielsweise Deutschlands unfinanzierbare Wahlgeschenke in Italien zu machen, dann würde durch eine solche Politik Europa nicht stärker, sondern in Wahrheit unser gemeinsames ökonomisches Fundament würde endgültig unterspült. Da könnte man nicht mitmachen. Auch nicht bei einer europäischen Steuer, nebenbei gesagt, die jetzt geplant ist. Es ist ja, das haben Sie verfolgt, gibt ja die Überlegung, dass die Europäische Union eine eigene Steuer einführen soll. Das halte ich für hochgefährlich. Wenn man einmal ein Steuerrecht für die Europäische Union schafft, dann wissen Sie auch, was der weitere politische Prozess ist. Dann wird man immer weiter an dieser Steuerschraube drehen. Und es gibt einen Verfassungsgrundsatz aus der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung, stammt der her. No taxation without representation. Nur Steuerrecht, wenn auf der anderen Seite sich der einzelne Bürger an der Wahlurne auch gegen die Besteuerung wählen kann. So wie Sie hier in Solingen beispielsweise die Wahl haben, welche Partei wählen Sie mit Blick auf Grundsteuer und Gewerbesteuer. Auf der europäischen Ebene gäbe es das aber nicht. Sie wissen genau, wie die europäischen Entscheidungen zustande kommen. Sagen wir es mal so, der demokratische Einfluss, den wir alle haben, ist nur mittelbar gegeben. Und deshalb sollte eine Europäische Union auch keine eigenen Steuern haben, sondern sich wie bisher aus Beiträgen der Mitgliedstaaten finanzieren, damit es weiter ein Eigeninteresse auf der europäischen Ebene gibt, sorgfältig mit Geld umzugehen. Denn sonst ist die Versuchung für meine Kolleginnen und Kollegen und mich zu groß, Geld auf der einen Seite einzusammeln, um es auf der anderen Seite zu verteilen und dann auch noch ein Dankeschön dafür zu erwarten. Das hat sich nirgendwo in Europa als nachhaltig erfolgreich herausgestellt. Wir brauchen es in Brüssel nicht auch noch. Ich setze den Freiheitsgedanken einmal fort mit Blick auf die Krisenbewältigungsstrategie, denn dieser Gedanke der Lenkung durch den Staat und der Nutzung von Schulden setzt sich ja bis in die tagespolitische Diskussion fort. Es geht um die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, jetzt schon bis ins Jahr 2022. Die Insolvenzantragsfrist soll weiter verschoben werden. Ich weiß, das ist ein heißes Eisen und ich bitte Sie, mich nicht misszuverstehen, ich sage gleich eine Alternative noch. Aber zumindest das, was hier geplant ist, versetzt mich in Sorge, denn jetzt weiter mit Geldern der Sozialversicherung zu subventionieren und eine ehrliche Bilanz des Schadens von Corona zu verzögern, wird unserem Wirtschaftskreislauf auf Dauer nicht guttun. Wenn man irgendwann Anfang des nächsten Jahres nicht mehr weiß, wenn ich an den liefere, wird die Lieferung eigentlich bezahlt oder ist der nicht eigentlich schon stehend K.O.? Kann ich eine Leistung bei dem eigentlich schon auch mit Vorauskasse abrufen? Vielleicht, wenn die endfällig ist, gibt es den Betrieb überhaupt gar nicht mehr. Die Insolvenzantragspflicht, verehrte Anwesende, meine Damen und Herren, das ist ja so etwas wie eine Vertrauenssicherung im Wirtschaftskreislauf, wenn man weiß, wenn ich einen Geschäftspartner habe, der ist solvent, ist zahlungsfähig. Wenn das auf Dauer verschoben wird, dann kommt so etwas wie das schleichende Gift des Misstrauens in den Wirtschaftskreislauf, mit dem Ergebnis, dass am Ende nur noch gegen Vorauskasse gearbeitet wird oder dass bestimmte Geschäftsbeziehungen überhaupt gar nicht mehr stattfinden. Ich verstehe das Ziel und teile es, eine Pleitewelle zu verhindern. Aber es gäbe bessere Mittel. Es gäbe das Mittel des Schutzschirmverfahrens aus der europäischen Insolvenzrichtlinie, das man schnell umsetzen könnte national. Und vor allen Dingen gäbe es die Möglichkeiten des Steuerrechts. Nutzen wir doch für die Liquiditätsversorgung der Betriebe jetzt ganz konkret die Möglichkeit, dass die allfälligen Verluste dieses Jahres vollständig verrechnet werden können mit der Steuerschuld der Jahre 2019 und 2018. Statt wie noch im zweiten Quartal dieses Jahres Einkommens- und Körperschaftssteuervorauszahlungen einzukassieren, um drei Wochen später zu fragen, wie können wir Soforthilfe auszahlen, sollten wir diesen Fehler nicht wiederholen, wenn jetzt die Steuerbescheide 2018 und 2019 zugestellt werden. Das wäre eine direkte Hilfe für die Betriebe. Es würde Insolvenzen verhindern, aber es würde nicht weiter verzögern, dass diejenigen, die wirklich nicht mehr handlungs- und sanierungsfähig sind, auf Dauer weiter im Wirtschaftskreislauf verhindern, dass es zu Restrukturierungseffekten kommt. Ich glaube, dass das ein besseres Mittel wäre.
glaube, dass das ein besseres Mittel wäre, denn wir müssen ja irgendwann auch über den Exit sprechen, wie wir wieder in eine Politik hineinfinden, die nicht nur Sicherungsnetze spannt, sondern auch ermöglicht, dass neue Arbeits- und Ausbildungsplätze entstehen, dass neue Betriebe gegründet werden. Und da ist die Frage der Beschleunigung von Planungsverfahren der öffentlichen Hand, gezielter Anreize zur Investition zum Beispiel in die Digitalisierung durch Sofortabschreibungsprogramme. Da ist eine Frage einer Einkommenssteuer- und Unternehmenssteuerreform viel dringlicher, als immer nur im Rettungsmodus zu verbleiben. Mein dritter abschließender Gedanke, zur Freiheit sogar im engsten Sinne. Wir mussten während der Pandemie in Deutschland wesentliche Grundrechte einschränken oder gar aussetzen. Die Bewegungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Berufs- und Gewerbefreiheit, all das wurde eingeschränkt. Auch wir als liberale Partei haben zu Beginn der Pandemie im Deutschen Bundestag dazu geraten und dort, wo wir Verantwortung getragen haben, in den Ländern und auf der kommunalen Ebene, waren wir mit die Ersten, die solche Maßnahmen auch umgesetzt haben. Hier in Nordrhein-Westfalen oder beispielsweise in Jena, wo der FDP-Oberbürgermeister von Jena der Erste war, der eine Maskenpflicht verhangen hat, kommunal, das war seine Befugnis, mit den bekannten positiven Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen dort in seiner Stadt. Also insofern haben wir nicht ein einseitig undifferenziertes Verhältnis zum Wert der Freiheit, der niemals eingeschränkt werden darf. Natürlich gibt es Situationen, bei denen Freiheiten eingeschränkt werden müssen, weil der Staat auch eine Verantwortung für den Gesundheitsschutz hat. Eine Pandemie ist etwas, das über die Möglichkeit der Verantwortungsübernahme des Einzelnen hinausreicht. Wenn intensivmedizinische Kapazitäten nicht bestehen, Versorgungsengpässe, ich sprach eben darüber, zu beklagen sind, wenn man wenig weiß über Therapie eines Virus, dann ist es notwendig, Freiheiten einzuschränken. Aber eben nur so lange und so weit, wie das erforderlich und geeignet ist. Sobald es mildere Mittel gibt, ist unser liberaler Verfassungsstaat gehalten, diese milderen Mittel, diese freiheitsschonenderen Mittel einzusetzen. Und es gab während der Pandemie, ich will jetzt nicht in der Rückschau, aber das kann sehr schnell wieder aktuell werden, gab es eine Situation, ab der waren Masken verfügbar, intensivmedizinische Kapazität vorhanden, Erkenntnisse über Corona waren greifbar, Zahlen gingen zurück. Und ab dieser Stelle wäre eben ein anderes Krisenmanagement möglich gewesen. Statt Stillstand für alle wäre früher möglich gewesen zu wechseln auf Abstand- und Hygieneregeln im Alltag, obligatorische Maskenpflicht, massenhafte Testungen, digitale App zur Nachverfolgung von Infektionsketten und gegebenenfalls regionaler Lockdown. Wenn, ich greife mal eine Stadt oder einen Kreis, wenn in Gütersloh es zu einem Infektionsgeschehen kommt, dann muss das nicht bedeuten, dass alle Grundschulen in Solingen schließen. Heute haben wir diese gesamtstaatliche Strategie, wie ich sie beschrieben habe, aber sie war lange umstritten. Selbst wenn man sie gefordert hat, sah man sich öffentlich mit dem Vorwurf konfrontiert, es dürfe nicht zu Öffnungsdiskussionsorgien kommen. Sie erinnern sich. Und für mich war das eine sehr beachtliche Erfahrung, auch als politischer Verantwortungsträger. Ich erinnere mich noch ganz gut an eine Sendung bei Maybrit Illner, in der diskutiert wurde unter anderem die Regel 800 Quadratmeter Einzelhandel. Sie erinnern sich dunkel. Die erste Öffnung betraf dann Einzelhandel bis 800 Quadratmeter. Und in dieser Sendung habe ich gefragt, nun ja, also wie das zu verstehen sei, wenn bei IKEA 3 Leute auf 5000 Quadratmetern seien, dann müsse doch das Infektionsgeschehen dort eigentlich weniger riskant sein als 8 Leute auf 80 Quadratmeter in Hückeswagen im Damenoberbekleidungsgeschäft. Also entscheidend ist ja nicht die Fläche, auf der Menschen sich bewegen, sondern der individuelle Abstand zwischen ihnen entscheidet ja über das Infektionsrisiko. Und mir stimmte dann der ebenfalls in der Sendung mitdiskutierende ehemalige Verfassungsrichter Udo Di Fabio aus Bonn zu.
Das sei ja genau richtig, was der FDP-Mann da sage und so weiter und so fort. Und ich dachte nun, ich komme nach Hause und schaue noch in meine E-Mails, was die Bürgerinnen und Bürger, die Zuschauer so schreiben. Und ich dachte jetzt, liest du endlich, sagt's mal einer, vielen Dank, dass Sie sich für unsere Freiheiten einsetzen. Großartig, brauchen wir, geben Sie es denen, aber mitnichten. Die überwiegende Rückmeldung, 90% war, seien Sie still. Seien Sie still. Lassen Sie die Regierung mal machen. Was soll das jetzt mit der Opposition? Warum sollen die Leute überhaupt jetzt einkaufen? Man muss doch nicht immer einkaufen. Sollen die Leute zu Hause bleiben? Haben doch ohnehin genug Krempel zu Hause. So, das war der Tenor der Rückmeldung in sozialen Medien und auch bei den E-Mails. Und das hat mich schon ein Stück nachdenklich gemacht, aber in meiner Grundposition mich nicht verändert. Auch wenn es den Applaus des Tages nicht bei jedem finden mag, unser Verfassungsverständnis und unser Gesellschaftsverständnis ist ein anderes. Es ist nicht so, dass der Staat den Menschen Freiheiten gewährt. Es ist so, dass wir als Bürgerinnen und Bürger dem Staat Einschränkungen der Freiheit gestatten, aber nur gut begründet und nur so lange und so weit, wie es tatsächlich nötig ist. Und selbst wenn eine große Mehrheit es anders sieht, jeder Einzelne hat das Recht, auf die Achtung seiner Versammlungs-, Gewerbe-, Berufsfreiheit zu achten. Denn das ist unsere Verfassung. Und wer das verändern will, wer also plötzlich so einen Vorrang des staatlichen Zugriffs, wer einen Vorrang des schützenden Staates hat, der den Bürgerinnen und Bürgern entgegentritt wie die Mutter oder der Vater den Kindern, der verändert das Verhältnis zwischen Bürger und Staat grundsätzlich. Ich bleibe dabei, in Deutschland sind wir selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger, die dem Staat gegenübertreten, der eine dienende Funktion hat. Wer sich selbst dem Staat unterordnet und sich keine kritische Nachfrage mehr gestattet, der hat bereits den Weg vom Bürger zum Untertanen hinter sich gebracht, meine Damen und Herren. Und das würde uns auch historisch zurückwerfen. Aber Sie lesen wie ich Umfragen und die Umfragen sagen, dass ein Ministerpräsident, der unsere Haltung teilt, weil wir auch eine gemeinsame Regierung stellen wie Herr Laschet, eher an Popularität einbüßt und der gestrenge Landesvater, selbst wenn nicht jede seiner Maßnahmen von Erfolg gekrönt ist, in Bayern höchste Popularitäten erreicht. Umso mehr müssen wir für diese Grundfragen in unserer Gesellschaft werben. Wenn ich von Freiheit spreche, darf ich abschließend allerdings von Verantwortung nicht schweigen. Für mich die ganz tagesaktuelle Frage geradezu der Verantwortungsübernahme ist unser Umgang mit dem Tourismus. Ich bin für Bewegungsfreiheit und auch für das Recht, dass Menschen sich erholen, meinetwegen auch im Ausland. Aber eine Frage muss erlaubt sein, an das eigenverantwortliche Individuum zu stellen. Die kann man auch anders beantworten, aber die Frage darf man, finde ich, stellen. Muss es jetzt gerade eine Urlaubsreise freiwillig in ein Risikogebiet sein? Muss es sein? Wenn es sein muss und man sich freiwillig entscheidet, jawohl, obwohl Risikogebiet und es dort vielleicht möglicherweise auch nicht so ist wie sonst, es muss Palma de Mallorca sein, dann habe ich da nichts gegen. Aber eine Erwartung habe ich dann an den eigenverantwortlichen Menschen, der seine Reise nach Palma de Mallorca antritt. Wer jetzt in einem Risikogebiet Urlaub macht, der möge doch bitte nach der Rückkehr zum Schutz von uns allen einen verbindlichen Test machen und für die Kosten aus dem Urlaubsbudget selbst aufkommen. Das ist nicht eine Frage von uns allen. Das ist eben Freiheit und Verantwortung. Das ist eben Freiheit und Verantwortung. Ich schließe, verehrte Anwesende, meine Damen und Herren. Wie gesagt, ich habe hier heute gesprochen als parteiunabhängiger Beobachter, muss aber trotzdem eine einzige abschließende Bemerkung zur Kommunalwahl machen. Am 13.09. ist sie. Sie wissen als erwachsene, informierte Leute selber, was gut ist zu wählen und was nicht. Aber meine herzliche Bitte ist, gehen Sie zur Wahl und werben Sie auch bitte für die Kommunalwahl. Die hat eine enorme Bedeutung für unser Leben vor Ort,
war ganz viele Fragen. Denken Sie etwa an die Situation in Schulen und wie die vorbereitet sind, etwa auf eine Wiedereröffnung oder nicht. Das sind unmittelbar kommunalpolitische Fragen. Also gehen Sie wählen und wählen Sie so, wie Sie glauben, dass es für Ihre Familien und Sie oder Ihre Betriebe auch richtig ist. Aber gehen Sie zur Wahl. Bei der letzten Kommunalwahl vor 6 Jahren hatten wir in Nordrhein-Westfalen eine Wahlbeteiligung von unter 50%. Nahezu jeder Zweite wusste nicht, wie wichtig diese Wahl ist oder hat aus Bequemlichkeit davon abgesehen, seine Stimmen abzugeben. Das sollte uns jetzt nicht passieren. Aus Klugheit nicht, um nicht anderen Einfluss zu geben auf unsere örtlichen Gemeinwesen. Aber auch angesichts der Bilder, die wir jetzt seit Monaten aus Hongkong und jetzt neuerdings auch aus Minsk sehen. Wenn in unserer Nachbarschaft in Minsk Menschen sogar staatliche Gewalt in Kauf nehmen, um über ihr Gemeinwesen und seinen weiteren Weg mitentscheiden zu können, dann muss das für uns eine moralische Verantwortung sein, hier unsere Stimme abzugeben, denn nirgendwo auf der Welt wird es einem so leicht gemacht, demokratisch zu partizipieren wie in Deutschland, also sollte man dieses Recht auch in Anspruch nehmen. Haben Sie vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Christian Lindner, für diese sehr bildhaften Ausführungen zu diesem Thema. Wir können zusammenfassen, es wird keine Freiheit geben ohne Grenzen und auch keine Freiheit geben ohne Verantwortung. Wir brauchen sicherlich beides. Was ich auch entnehme, ist, dass die Corona-Pandemie nicht nur eine Gesundheitsgefährdung darstellt, sondern uns wirklich gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich vor extreme Herausforderungen stellt. Und wir müssen darauf Antworten finden. Und ich weiß nicht, ob Sie das teilen. Es ist nicht alles schlecht, was die Corona-Pandemie bringt, weil teilweise auch notwendige Veränderungen und Prozesse jetzt eine Beschleunigung bekommen und erfahren. Und ich hoffe, das wird sich auch künftig so fortsetzen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier aus dem Publikum Fragen zu stellen. Und ich gebe dann das Wort an das Publikum. Das Mikrofon an. Ja, danke, Herr Lindner, für Ihren tollen Vortrag. Ich habe eine philosophische Frage, die so ein bisschen ketzerisch auch ist. Wenn, wie Herr Grünewald gerade gesagt hat, Veränderungen disruptiver Art passieren, wenn es nicht anders geht, ich hoffe, dass Sie das so sehen wie ich, nämlich mit Nein beantworten, müsste der Wohlstand in Deutschland verschwunden sein, damit mehr Leute Ihre und auch meine Haltung teilen? Ich weiß, was Sie meinen, genau. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Noch haben wir ja viele Möglichkeiten, die wir einsetzen können. Wir sind auch noch ein wohlhabendes Land, aber die Pandemie hat vielleicht uns nochmal veranschaulicht, wie bedeutsam gesellschaftliches Leben und ein intaktes wirtschaftliches Fundament für alles ist. Und ich hatte es eben gesagt, wir haben uns zuvor anderen Themen gewidmet, Grundrente, auch für diejenigen, die nicht bedürftig sind, weil wir haben es hier, und Klimaschutz mit immer planwirtschaftlicheren, immer teureren, immer weniger technologieoffenen Instrumenten, weil wir haben es ja, und wenn die Automobilbranche in Deutschland zugrunde geht, egal, dann machen wir was anderes, ja, überlegen wir mal dann. Und da hat sich das Bild ein wenig gewandelt. Und das ist eine interessante Diskussion, weil wenn man mit Vertretern der politischen Linken spricht, dann hört man oft, ja, Corona hat ja gezeigt, was alles möglich ist, zum Beispiel für den Klimaschutz. Ein, wie ich finde, recht problematisches Argument, wenn man die enormen wirtschaftlichen Schleifspuren und Arbeitsplatzverluste sieht. Gerade so wie Corona kann es eben nicht gelingen, etwa Klimaschutzziele zu erreichen durch Stillstand und Verlust wirtschaftlicher Substanz, sondern umgekehrt müsste es jetzt einen Lerneffekt geben. Ohne wirtschaftliche Substanz können wir auch ökologische Ziele nicht erreichen. Also lasst uns doch beispielsweise unseren Erfindergeist und den Ideenwettbewerb in den Dienst ökologischer Ziele stellen. Das hätte sogar noch einen Nebeneffekt, dass wir weltweit als Exporteur von Cleantech-Anwendungen beitragen zu ökologischer Verantwortung in Indien und damit sogar noch ein gutes Geschäft machen. Also Antwort auf Ihre Frage in Kurzform ist,
Nein, ich glaube, wir müssen und sollten unseren Wohlstand nicht komplett verloren haben, bevor es Disruptionen gibt. Wieder exportstark werden den Ländern gegenüber, dass es also irgendwann eine Refinanzierung dieser Wahnsinnsschulden gibt? Oder sagen Sie eher, das ist eine Belastung für mehrere Generationen, die wir eigentlich jetzt noch gar nicht absehen können? Um ehrlich zu sein, das ist offen. Das ist offen, was passiert. Also die Frage ist, das, was jetzt an Paket geschnürt worden ist, an Corona-Paket auf der europäischen Ebene, hilft das oder hilft das nicht? Überwiegt die Last der Schuld oder die wirtschaftliche Dynamik? Ich halte es für offen. Wenn es tatsächlich gelingt, lange bestehende Strukturdefizite, zum Beispiel in Italien, zu beheben, dann kann das von Vorteil sein. Deshalb haben ja Persönlichkeiten wie Herr Rütte herausverhandelt, dass die Gelder nur Zug um Zug mit Fortschritten bei Reformen ausgezahlt werden. Besser als etwa Maßnahmen aus dem sogenannten ESM in der Vergangenheit, wo auch die Kommission immer sehr nachsichtig war. Jetzt könnte der Europäische Rat, wo es auch Veto-Positionen gibt, der könnte jetzt da einen Blick drauf nehmen. Offen ist, ob dieses Recht auch dann tatsächlich gelebt und genutzt wird. Offen. Aber wäre zumindest eine Möglichkeit. Dennoch bleibe ich skeptisch, weil für mich noch zu wenig klar ist, für was das Geld tatsächlich eingesetzt werden soll. Wenn Sie sich erinnern, zuerst war eine Zahl da. Frau Merkel und Herr Macron sagten, wir brauchen jetzt 500 Milliarden. Es wurde nicht gefragt, wofür, sondern wir brauchen jetzt 500 Milliarden und das muss quasi ein Zuschuss sein. Und dann kam Frau von der Leyen nach dem Prinzip, wer bietet mehr? Nein, ich mache jetzt 750. Und dann nahm das alles seinen Lauf. Ich würde gerne sprechen über Projekte, die Europa stärker machen. Aber bitte konkret. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Warum nicht eine europäische Trasse für Hochgeschwindigkeitszüge von Warschau über Hamburg, Berlin, Hamburg, Paris bis nach Lissabon? Um auch Flugverkehr einzusparen und gleichzeitig einen attraktiven Verkehrsträger zu haben, wie wir sie etwa aus der Volksrepublik China kennen. Das wäre ein Projekt, das würde uns stark machen, Spitzentechnologie, da bin ich bereit zu sagen, das finanzieren wir sogar auf gemeinsamer europäischer Schuldenbasis, weil es profitieren ja auch mehrere Generationen davon, also auch die ihrer und meiner Enkel. Oder ein weiteres Projekt, statt dass wir bei uns hier eine quälende Diskussion machen über Elektroauto und Verbot des Verbrennungsmotors, sagen wir doch einfach, wir nutzen ähnlich wie die Japaner mindestens parallel die Möglichkeiten der Wasserstofftechnologie und mit öffentlichem Fördergeld soll dann in Kalabrien, in Süditalien, der am wenigsten entwickelten Region, aber mit viel Sonne, sollen da in industriellem Maßstab mit Solarenergie, Wasserstoffkapazitäten produziert werden, die dann zu uns nach Deutschland transportiert werden und hier werden sie im Lkw-Verkehr oder in der Industrie genutzt. Das würde die Kosten grünen Wasserstoffs deutlich reduzieren, quasi die Anschubfinanzierung europäisch gemeinsam zu machen, eine europäische Infrastruktur zu machen. Herzlich willkommen. Meine Befürchtung nur ist, dass viel von dem in Wahrheit dann doch, was jetzt an Geld ausgelobt wird, eingesetzt wird, weil dann Regierungen in Italien wie Cinque Stelle das nutzen, um einfach Wahlgeschenke zu machen, um wieder über einen nächsten Wahltag zu kommen. Und das sind die Fehler von Silvio Berlusconi. Der hat sich auch nie den Strukturreformen gewidmet, sondern es wurde immer nur neues Geld gedruckt. Aber damit kann man auf Dauer eben nicht Arbeits-, Ausbildungsplätze und Wachstum generieren. Die kommen nur aus einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft mit vernünftigen Standortbedingungen. Also es ist eine Möglichkeit, aber es ist völlig offen, was daraus am Ende tatsächlich dann wächst. Bitte schön, die Dame hatte sich gemeldet. In weiten Teilen finde ich es gut, was Sie gesagt haben. An ein paar bestimmten Stellen habe ich eine etwas andere Meinung. Jetzt bin ich neugierig. Ich bin eine der Profis, denen Sie gerne die Klimarettung überlassen wollten und trotzdem eine Liberale. Muss ich nicht widersprechen. Zum Thema Corona und
Einfluss von unserem Konsumverhalten, unserer Wirtschaft auf solche Themen. Corona, Zoonose, es wird in der Zukunft vermutlich mehr davon geben, weil wir immer mehr Lebensraum zerstören und Menschen und Tiere näher aufeinander rücken. Das ist das eine. Da kommen wir aber damit auch zum Thema Lieferkette. Das Lieferkettengesetz, was jetzt diskutiert wird, das ist irgendwie so eine polarisierende Geschichte. Das ist ja schon seit 3 Jahren mehr oder weniger im Raum. Angefangen hat es mit dem Nationalen Aktionsplan Menschenrechte und Wirtschaft, was zunächst freiwillig war. Es haben zu wenig Unternehmen mitgemacht und jetzt kommt ein Gesetz. Das ist so eine deutsche Geschichte. Erstmal gucken, wie weit man mit Freiwilligkeit kommt und dann kommt ein Gesetz, wenn das nichts genutzt hat. Da kommt es darauf an, wie das gestaltet wird. Von einem Ablasshandel würde ich da jetzt noch nicht wirklich reden. Die Gefahr sehe ich eher beim Emissionshandel, wenn der nicht weltweit umgesetzt wird. Hier in Deutschland nur. Ich kenne die Meinung dazu. Wir haben hier auch den Kreisverband CO2-neutral gemacht, zumindest den Vorstand CO2-neutraler Wahlkampf und den sogar. Wahlkampf. Respekt, ja. Also es geht schon auch hier was, aber eine Lieferkette, die auf den ökologischen Fußabdruck achtet, und auch auf die Menschenrechte vor allen Dingen. Also ich glaube, die Frage, ob die Menschenrechte gewahrt werden, dürfte sich eigentlich gar nicht stellen. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Mir ist bewusst, die Überprüfung des Ganzen ist schwierig. Aber ich sehe da keinen Ablasshandel, sondern eher einen Kaskadeneffekt. Klar. Könnten Sie eine Frage stellen? Entschuldigung, bitte. Das ist eine Meinung. Ja. Wie weit sind Sie denn überhaupt mit dem Thema mit drin in der Lieferkette, Nationaler Aktionsplan, Menschenrechte und so weiter? Und es gibt Möglichkeiten, auch künstliche Intelligenz einzusetzen. Echtzeitmonitoring, die Digitalisierung von Kaffee und Fischen, wie sie im Moment schon getestet wird. Es gibt Möglichkeiten und die Wirtschaft hat einen enormen Einfluss darauf und ein enormes Potenzial, da einige Probleme auch zu lösen. Also ich habe eine gewisse Analogie beim Lieferkettengesetz mit dem Tariftreuegesetz Nordrhein-Westfalen. Das gab es vor einigen Jahren. Bei öffentlichen Aufträgen musste der Auftragnehmer nicht nur nachweisen, dass er nach Tarif zahlt, sondern es gab eine Vielzahl zusätzlicher Standards, die abverlangt worden sind. Und das hatte eigentlich nichts mit der Sache selbst zu tun, es war nur der Ansatzpunkt, um bestimmte gesellschaftspolitische Vorstellungen in den öffentlichen Auftrag reinzubringen. Ich nenne mal ein Beispiel, das ist sogar nicht fiktiv. Die Existenz eines Frauenförderprogramms war wichtig, um nach dem Tariftreuegesetz Nordrhein-Westfalen sich um einen öffentlichen Auftrag bewerben zu können. Ich finde Frauenförderprogramme richtig, aber für eine Kfz-Werkstatt, die nur männliche Beschäftigte hat, außer vielleicht im Sekretariat, führt das an Grenzen ran. Insofern kann das, was gut gemeint ist, manchmal in der Praxis sich als untauglich erweisen. Bezogen auf die Lieferkette in einer international hochverflochtenen Volkswirtschaft wie der unseren, kann es da ebenfalls zu enormen Problemen kommen, weil beispielsweise ja Produkte, die als Vorleistung im Ausland gefertigt worden sind, dort im Ausland ja bereits wieder aus dem Ausland Zulieferung erfahren haben. Also beispielsweise ein Unternehmen aus Deutschland, das Vorprodukte aus einem Werk in China bezieht, kann dort wiederum Produkte verarbeiten, die zuvor in Bangladesch gefertigt worden sind. Und verstehen Sie, Sie gehen die Lieferkette gleich ganz zurück. Und Sie sprechen von künstlicher Intelligenz. Meine natürliche Intelligenz sagt mir, ich bin unsicher, ob wir das so brauchen oder ob es nicht schonendere Mittel gibt. Ich zum Beispiel unterliege nicht dem Gefühl, dass in Deutschland die Wirtschaft, etwa der Mittelstand, die Familienunternehmen oder auch die mitbestimmten Betriebe der Industrie, dass die vorsätzlich zum Beispiel Menschenrechtsfragen nicht berücksichtigen oder vorsätzlich die Umwelt schädigen, sondern ich glaube, dass wir da schon eine gut entwickelte Corporate Governance in weiten Teilen der Wirtschaft haben, weshalb ich Gesetzgebung, in denen so eine Art, wie soll ich sagen, Misstrauen mitschwingt, zunächst mal prinzipiell kritisch sehe. Ja, das halten wir zwei aus als ja, Freunde der Meinungsfreiheit. Okay, machen wir noch eine. Herr Lindner, ich habe noch eine Frage. Und was halten Sie von dem schwedischen Weg zur Bekämpfung der Corona-Pandemie?
Da ziehe ich einen Joker, das müssen Wissenschaftler in einigen Jahren bewerten, in der Rückschau. Ja, ist ja so, das kann man jetzt aktuell gar nicht abschließend bewerten. Viele sind ja unterwegs, journalistische Kommentatoren, und bewerten das jetzt schon mittendrin. Ich glaube, das sind so Dinge, wo man in einigen Jahren in der Rückschau dann vergleicht, was ist passiert, was dauerhaft an Übersterblichkeit etwa da war. Also da wage ich mir kein Urteil zu. Ich nehme Ihr Wort, dass Sie gerade haben, Profis, ja, sozusagen, die müssen das dann dereinst bewerten. Das ist nichts, was Politikern zugänglich ist, zumindest nicht jetzt im Moment. Da hinten war, glaube ich, die letzte Frage von der jungen Dame. Ja, hallo Herr Lindner, schön, Sie heute in Solingen zu sehen. Ich habe eine Frage, so gerade als Studiumabsolventin aus London wieder zurückgekommen. Die Welt schien ja teilweise wirklich grenzenlos, auch für junge Menschen. Man konnte studieren, wo man wollte, man hat Bewerbungen überall rausgeschickt, und jetzt kommt man wieder nach Hause und auf einmal sieht die Welt ganz anders aus und man orientiert sich viel regionaler oder sagen wir mal nationaler. Und mich würde einfach mal Ihre persönliche Meinung einschätzen. Wie sehen Sie die globalen Chancen jetzt in den nächsten Jahren als Berufseinsteiger für junge Menschen oder auch Menschen allgemein? Mit Ihrem Qualifikationshintergrund, aber auch ganz generell, sind die Chancen in Deutschland, aber auch darüber hinaus natürlich exzellent, aber zumal gerade hier. Wir haben jetzt Sorgen um Arbeitsplätze, die verloren gehen, aber ganz generell werden wir in den nächsten Jahren dennoch einen massiven Fachkräftemangel haben. Schon jetzt ist es so, 80.000 IT-Fachkräfte fehlen momentan schon. Also insofern, Sie mit Ihrer Qualifikation müssen sich individuell gewiss keine Sorge machen. Und wenn wir die politischen Rahmenbedingungen auch noch ganz ordentlich gestalten, dann haben wir auch sogar noch große Chancen, aus diesem Standort noch mehr zu machen. Noch haben wir gute technologische Basis, noch haben wir auch Kapital, das wir investieren können. Also ich bin eigentlich optimistisch eingestellt mit den richtigen, noch gar nicht mal so fundamental zu verändernden Stellschrauben, sondern mit wenigen entschlossenen Veränderungen können wir auch eine ganz große Prosperität in Deutschland und Europa erreichen. Globalisierung, erlauben Sie mir bitte noch eine Nebenbemerkung, auch da wird ja gelegentlich jetzt ein Abgesang gesungen. Ich finde das falsch und schädlich. Ich bekenne mich unverändert zur Globalisierung, glaube nur, dass sie nach Corona anders aussehen sollte als vorher. Wir haben nämlich eine Globalisierung gehabt, die zurückgefallen ist bei einer Menschheitsbedrohung sofort in nationale Egoismen, auch innerhalb der Europäischen Union. War Deutschland ein Land, das sofort die Lieferung von Hilfsgütern eingestellt hat. Und das darf uns nicht mehr passieren. Die Evolution der Globalisierung muss gelingen, indem wir den Multilateralismus, die Herrschaft des internationalen Rechts und internationale Institutionen wieder stärken. Also sozusagen ein Gegenimpuls zu Trump, der internationale Gerichte, Welthandelsorganisation und Weltgesundheitsorganisation immer weiter schwächt, müssen wir diese Institutionen stärken, weil Herausforderungen wie Klimawandel, Migration, Menschenrechte weltweit, aber auch Wohlstandszuwachs weltweit, das sind Menschheitsherausforderungen. Wer jetzt die Globalisierung absagt, der wird erreichen, dass bestimmte Regionen der Welt sich um die Bekämpfung des Klimawandels gar nicht mehr scheren. Wer die Globalisierung absagt, der nimmt auch die Möglichkeiten des Wohlstandszuwachses durch Arbeitsteilung. Wir können natürlich selber jetzt hier anfangen, wieder eine große Maskenproduktion einzurichten. Nur die Kapazitäten und auch die Arbeitskräfte, die dann in Deutschland billig Textilprodukte herstellen, die fehlen dann an anderer Stelle, wo wir sehr viel mehr Wertschöpfung haben. Und das war ja die Pointe der Globalisierung, noch nicht so entwickelte Volkswirtschaften, wo es noch nicht so viel Know-how gibt in der individuellen Qualifikation oder im technologischen Fortschritt insgesamt, in der Infrastruktur. Die haben einfachere Produkte produziert, die wir eingeführt und konsumiert haben. Und wir haben kompliziertere Produkte, also Maschinen, Anlagetechnik, die haben wir exportiert. Und das war eine Arbeitsteilung zum wechselseitigen Nutzen. Und diese weltweite Arbeitsteilung,
die sollten wir auf der Basis von gemeinsamen Regeln und Institutionen wiederherstellen, statt uns in so eine komplette Regionalisierung zurückzuziehen. Die ist übrigens auch gefährlich, auch unter Pandemie-Gesichtspunkten, denn wenn in einem Land wie Deutschland mal eine Pandemie ist und alles steht still, dann werden auch national keine Masken mehr produziert. Deshalb ist es immer ganz gut, man hat mehrere Lieferquellen und verteilt Risiken weltweit. Und deshalb lassen Sie uns die Globalisierung, Sie verkörpern die ja mit Ihrem Werdegang, lassen Sie uns die besser machen, hoffen wir in Washington dann auch auf Einsicht und ansonsten und insbesondere auf ein amerikanisches Volk, treten wir entschlossen den Chinesen gegenüber und dann kann vielleicht diese Pandemie auch ein neues Denken begründen, was internationale Zusammenarbeit angeht. Das wäre sicherlich für uns alle nur von Vorteil. Ja, ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und muss mich verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Lindner, dass er den Weg nach Solingen gefunden hat. Und ich danke Ihnen auch für die rege Mittätigkeit hier. Und wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute und bleiben Sie gesund. Wiederhören.